alles läuft, wie ich mir das gedacht habe. Aber ich denke mal, ich hoffe, einen Moment. Schauen wir mal. So. Moment. Ja, es scheint zu laufen. Jetzt hoffe ich, dass auch die Auflösung passt. Wir sind nämlich nicht nur auf YouTube, wir sind nämlich heute im Livestream. Und zwar der Daisy Standalone Livestream. Und ja, das sieht ganz ordentlich aus soweit. Okay, dann starten wir mal ins Spiel rein. Ja, ich habe hier schon angefangen, einfach dass wir nicht von null anfangen. Und jetzt hoffe ich, dass der Server noch da ist, weil auf dem würde ich ganz gerne weiterspielen. Da sind auch einige Leute da. Oh. Es leckt noch. Es leckt noch. So. Nur pass mal auf. Wir haben hier schon eine. Also es leckt echt extrem heute. So. Okay, also wir haben eine Mosin. Leider aber keine Munition zu der ganzen Geschichte. Wo ist jetzt die Knarre? Hier, machen wir die mal auf Slot 1. Und wir haben Punkt 22er Kugeln ohne Ende. Das liegt daran, dass ich eine Punkt 22er mit Scope sogar hatte. Ja, und da meinte Daisy, mir die einfach mal nehmen zu müssen. Das war großartig. Naja, aber wir kennen das ja, ne, von unserem geliebten Daisy. Die Playerliste kann ich übrigens immer noch nicht aufrufen. Ja, das ist schade, aber gut, das haben sie wohl mit dem neuen Patch 0.60 oder 0.6 irgendwas, haben sie das wohl wieder versaut. Keine Ahnung, was da los ist. Warte mal, jetzt. Kannst du die mal nehmen, bitte? Danke. So, aber die müsste geladen sein, ne? Pass mal auf. Nö, zwei. Ja, mit zwei, ne? Jetzt halt. Ja, die müsste aber theoretisch halt hier geladen sein. Ja, das sieht gut aus. 9 mm Munition haben wir zum Glück, aber eben nicht viel. Also könnte es sein, dass wir dezente Probleme bekommen, wenn wir auf Spieler treffen, weil ich da womöglich nicht so freundlich bin, wie ich sonst immer bin. Ja, weiß nicht. Mal gucken. Mal gucken, ob wir da erstmal ein bisschen friendly drauf zugehen sollen oder ob wir da direkt losknallen sollen, weil die Erfahrungen in letzter Zeit, die haben mich eigentlich gelehrt, dass man ja, eher mal als erster schießen sollte. Auch wenn man vielleicht eine schlechtere Bewaffnung hat. So, ich bin durstig und es ist heiß. Ja, das ist großartig. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Also, ich glaube, ich habe mich hier total verlaufen. Wir sind also auf jeden Fall im Süden, weil die Bahngleise rechts von uns hin ist das weg hier immerhin. Also, Bahngleise sind rechts von uns. Dann denke ich mal, kommen wir vielleicht bald in Kamenka raus, oder? Oder Kamischowo? Na, also auf jeden Fall Richtung Tschernogorsk und Elektrosawodsk. Ich habe hier auch keine Karte offen. Ich habe nämlich das Problem, ich habe nur diesen Bildschirm momentan. Sonst wäre das natürlich etwas besser gewesen. Aber den Chat, falls jemand was reinschreibt, den verfolge ich via Handy. Also sollte es mal vibrieren, dann liegt es daran, dass ich mein Handy nicht ausmachen kann, weil ich ja gerne den Chat auch lesen würde. So, jetzt überprüfe ich nur einmal ganz schnell, wie es aussieht im Ding. Ja, okay, es läuft. Also der Stream läuft. Soll es Probleme geben, schreibt es bitte einfach in den Chatroom rein. Dann gucke ich mal, wie wir das beheben können, ne? So, also wir laufen jetzt auf jeden Fall erstmal hier Richtung Elektro und Tscherno. Da werden wir aber wahrscheinlich nicht reingehen. Ich möchte nämlich ziemlich bald zum Airfield hoch.
So, pass mal auf. Können wir die Jacke ausziehen? Naja, da sind Sachen drin. Das ist scheiße. Na toll. Von hinten kommt nix. Okay. Also hier auf dem Server sind auch einige Leute, die schon länger hier auf diesem Server spielen, wie es aussieht, weil mir nämlich jemand mit einem Auto entgegenkam. Um genau zu sein, mit dem Sedan oder dem Sedan. Da steht auch ein Bus übrigens. Ist vielleicht auch nicht so gut, was wir hier machen. Einfach schon wieder Durst. Menschenskinder. Schon wieder hier mitten übers Feld zu rennen. Aber der Bus gehört definitiv jemandem. Hier fehlt nur ein Rad. Wie komme ich hier rein? Da ist nichts drin. Ja, klar. Und die Batterie fehlt. Also hier ist definitiv ein Spieler am Werk. Und jetzt brauchen wir wirklich bald mal eine Stadt. Dringend. Übrigens, es soll auch gefixt werden, dass man auch hier beim Trinken und Essen laufen kann. Bin gerade am Überlegen, ob wir da eine Glowplug mitnehmen. Sollen wir das machen? Wie war denn das? Das war doch hier, ne? Oh Gott, ist das alles so lang her. Wie kriege ich die da raus? Muss ich hier die Waffe dazu wegtun? Ja. Okay. Die nehmen wir mit. Na, der Feind soll ja nicht zu viele Vorteile vor uns haben. Denn wir stehen ja hier, wie gesagt, mit nichts. Nur einer kleinen Standardausrüstung und einer billigen Bewaffnung. Und schön wäre natürlich auf jeden Fall, wenn wir. Ja. Bald mal eine vernünftige Waffe finden und vielleicht ein bisschen Ausrüstung. Aber ganz wichtig natürlich erstmal was zu trinken. Also Bandagen haben wir erstmal. Damit sollten wir zurechtkommen. Essen, ja, das hier, ne? Ja, das macht auch so durstig. Dosenöffner hätten wir auch. Also wir müssen jetzt hier in diese Stadt. Und ja, wenn hier ein Bus steht, denke ich mal, sind andere Leute auch nicht ganz so weit weg. Ja, heute möchte ich auch gerne drüber reden. Also ein Police Car Crash Site, das ist schön. Heute möchte ich drüber reden, was ist hier so neu? Na? Komarovo, alles klar. Was ist hier neu in DayZ 0.60? Es kam ja einiges Neues raus. So ist es ja gar nicht. Und funktioniert das alles? Ne? Das ist ja immer diese brennende Frage bei DayZ. Funktioniert denn das auch, was die hier machen? Ich muss sagen, es gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Was hat der? 28. Ja, dann bleiben wir beim Dryback. Es kamen tatsächlich neue Kleidungsstücke. Es kamen wohl auch neue Waffen. Ich glaube sogar, gehört zu haben, dass jetzt M4 und das ganze Zeug ist wieder da. Scheiße. Polizeistation, das ist immer heikel, ne? Und vor allem hier, der Spieler, wenn du rennst, rennt der noch ein Stückchen nach. Nein, das will ich nicht. So. Das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Also da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, boah, geil. Dahin bitte. Aber es ist schon einiges geschehen. Ne? Es ist schon einiges geschehen. So, ein letztes Mal gucke ich mal, ob der Stream läuft. Aber ich denke mal, ja, das sieht gut aus. Okay. Gut. Sieht auch flüssig aus. Ja, sorry. Also, ne, ist jetzt mein erster mittelmäßig professioneller Stream hier. Davor war ich eher so ein bisschen, ja, nimmst du mal auf. Und hier den Stream, den wollte ich jetzt natürlich etwas besser machen. Also es sieht ja still aus hier, ne? Meine Tür ist zu. Hallo, friendly?
Ja, mal gucken, ob wir wirklich so friendly sind, wie wir tun. Ja, das wäre hier eine 9 mm Waffe. Ja, da brauchst du ein Magazin dafür. Also hier ist niemand drin. Die Waffe wäre sonst wahrscheinlich weg. Drum bleiben wir jetzt hier mal ein bisschen bei der Luga. Waren wir das? Ich hoffe. Oh. Nee, ich denke mal, hier ist niemand. Hier ist niemand. Da ist was. Makarov-Magazin. Weißt du was? Das nehmen wir mit. Das müsste auch 9 mm sein, oder? Hoffe ich. Aber ja, die Luger, ne? Da brauchst du kein Magazin. Das ist natürlich auch angenehm. Aber dafür ist die Durchschlagskraft, denke ich mal, jetzt halt auch nicht so groß. Wenn die das alles eingebaut haben. Das weiß ich nämlich nicht. So, Dach. Dach ist immer wundervoll und kritisch. Ja. Also es ist wesentlich weniger Loot neuerdings. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Server hier ist mit wenig Loot. Weiß ich jetzt nicht. Aber es ist schon erstaunlich wenig hier. Wieso komme ich hier nicht mehr rein? Na toll. Da wäre ich gerne reingegangen, Freunde. Ja, Rauchgranate nehme ich definitiv. Wow. Ernsthaft? Also Rauchgranate werde ich nicht mitnehmen. Was ist das? 380 Auto-Rounds und Teleskop-Schlagstock, der ist nix. Den brauchen wir nicht. Hier noch was drin? Ne. Okay. Nur noch die Rauchgranate. Ja, Leute, wir müssen. Es tut mir leid. Wir müssen jetzt was trinken. Hier ist eine Quelle, glaube ich zu wissen. Und ich würde mich mal einfach ganz gerne hydraten. Einfach, dass wir wieder Luft nach oben haben. War hier nicht eine Quelle? War das die nächste Stadt? Verdammte Axt, ey. Ne, hier ist die. Super. Okay, hier geht es natürlich auch in Gebiete, die nicht so geil sind. Hier ist auch schon mal eine kleine Militärstation mit Krankenhaus, meine ich. Hier gleich hoch. Und ein Stückchen Fahrtweg. Ja. Also trinken, ganz wichtig. Es hilft nichts. Ja, wie gehen wir dann am besten, Freunde? Wie gehen wir? Vielleicht gehen wir einfach diesen Weg hier hoch, ne? Vielleicht gehen wir den Weg hier hoch. Ja, ich denke mal, ne? Ich denke mal, wir gehen den Weg hier entlang. Weil es müsste ja diese kleine im Wald, diese Militärstation sein. Das sind auch Zombies. Und oh, nicht, dass hier jemand von hinten kommt mit einer Axt oder so. Ja, die Militärstation, wo wir dann auch ein Krankenhaus drin haben. Und das wäre natürlich jetzt gerade am Anfang, wäre das echt angenehm. Nochmal ein bisschen Sachen, vielleicht ein Epi-Pen oder so, falls wir jemandem helfen müssen. Blutpaket und sowas. So, das ist hydrated, das passt. Das wäre angenehm. Das lassen wir da, das brauchen wir nicht. Warte mal. Ich würde gerne die Waffe in die Hand nehmen. Ist die jetzt auch weg? Ja, die muss aber hier liegen. Schau dir das an. Du trinkst hier und zack sind die Sachen weg. Und genauso ist es die letzten paar Male auch passiert. Das ist genau das Problem, wenn dann das Inventar wieder voll ist. Ja, also dafür müsste man ehrlich gesagt auch mal eine bessere Lösung finden. Also beim besten Willen, da fehlt es noch an vielen Ecken. Und ich habe leider auch keinen Platz hier. Was ist das? 9 mm, die packen wir hier mit rein. So, ja, das geht trotzdem nicht. Weißt du was, ich schmeiß die Glow Plug einfach raus. Und der Platz reicht immer noch nicht. Pass auf. Ja, total ohne Deckung. Das ist sehr großartig, was wir hier machen. Okay.
Jo, dann haben wir wenigstens hier den dann im Inventar wieder drin. Oh, ich hab gedacht, die wäre jetzt weg, ey. Boah, ich wäre echt sauer geworden. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert. Vor allem nicht das erste Mal in dieser Aufnahmerunde. Das macht das Ganze natürlich noch viel besser. Oh, nochmal Autorounds. Schön. Ja, hier sehen wir auch wieder die nächste Neuerung. In den Objekten, die rumliegen, sind jetzt mittlerweile auch Gegenstände versteckt. Das finde ich sehr gut. Das finde ich auch sehr realistisch. Aber ich denke mal, es könnte natürlich auch sein, dass deswegen hier auch weniger rumliegt. Können wir das hier reparieren mit dem Leather Sewing Kit? Ja, tatsächlich. Super. Okay, dann ist der Drybag auch wieder ganz. Ne, Mütze brauchen wir nicht. Gas werden wir auch nicht brauchen. Erstmal zumindest. Tja. Super. Super, super. Das ist ein Spieler. Hallo? Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up and drop your weapon. Okay, hold on. What are you doing here? Press F1. F1 is hands up. Yeah, just sit down. That's all right as well. That's all. No. That's all right as well. Just sit down. That's okay. So what are you doing Yeah, here? Are you a fresh spawn, I guess? just looking for loot. Yeah, I just spawned. Do you have ammunition for your weapon or something? No, I don't. All right then. Just stand here and I'll just go. I'm not going to kill you. All right? Yeah, okay, thanks. Yeah, you're welcome. Have a great trip. See ya. Yeah, also. Okay, so. Also ich denke mal, so einen Fresh Spawn müssen wir jetzt nicht unbedingt abknallen, ne? Trotzdem ein bisschen Obacht geben, nicht, dass der jetzt doch auf uns schießt, aber der steht da noch, habe ich gerade im Augenwinkel noch gesehen. Ja, das ist natürlich super. Es ist leer. Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier abhauen, ne? Aber ja. Ja, ich glaube nicht, dass der uns was tut. Ich meine, wir haben den ja auch am Leben gelassen, ne? Ich meine, da muss er ja schon ein riesiges Arschloch sein. Also glaube ich das nicht. Ah, Mann, gib mir doch mal was zu trinken, Freunde. Das könnten wir theoretisch als Gefäß mitnehmen zum Trinken. Aber das verbraucht halt 4 Slots, ne? Und eine Wasserflasche würde nur 2 verbrauchen. Es sei denn, auch das wurde geändert, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nägel brauchen wir nicht. So. Ja, auf jeden Fall. Es ist einiges geschehen. Es gehen auch mal wieder Gerüchte rum, dass das jetzt mit dem Hubschrauber und Motorrad und Fahrrad. Oder ist das Fahrrad jetzt schon mit drin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gehen Gerüchte um, dass das in naher Zukunft alles mal in Angriff genommen werden soll. Und jetzt mit diesem Patch, wo auch. Oh, danke. Danke. Wenn man vom Teufel spricht. Mit diesem Patch sind ja jetzt auch viele Neuerungen rausgekommen. Und ich denke mal, ich denke wirklich mal, dass es sein könnte, dass das wirklich bald der Fall ist. Es gab ja auch schon Videos von Hubschraubern und Dirtbikes, die rumfahren, also Entwicklervideos, mehr oder weniger. Habe ich das in der Hand? Gut. Und ich denke, dass das wirklich bald mal der Fall sein könnte, dass die daran jetzt ordentlich arbeiten. Denn, ja, es ist einfach jetzt auch eine große Unzufriedenheit bei
bei Käufern und eigentlich auch Liebhabern dieses Spiels entstanden. Und die kann ich absolut nachvollziehen. Die habe ich auch gehabt. Ich hatte mal einen Server bei DayZ. So, ja, ich denke, wir sind richtig, oder? Ja, ich denke. Ich hatte auch einen Server damals und eine kleine Gruppe mit Leuten und wir wollten eben so eine Art Basis aufbauen. Aber weißt du, wenn dann nach 5 Tagen schon deine Zelte verschwinden, ja, schwach. Also es ist eine schwache Leistung dann, ne? Nach 5 Tagen deine Zelte weg und natürlich auch deine sämtlichen Sachen, die du hast, deine Waffen, deine Munition. Und es war nicht geklaut, ne? Weil ein Zelt mit haufenweise Waffen und Munition war noch da. Und wenn es jemand geklaut oder zerstört hätte oder verstecken hätte wollen, dann hätte er das andere Zelt auch genommen. Und sowas sind halt Sachen, weißt du, die nerven einfach. Und es ist ja nicht so, dass es Einzelfälle sind, ne? Es ist ja wirklich am laufenden Band passiert. Übrigens, ein neues Haus. Traktier heißt das. Traktier. Und eine Cola. Super. Müssen wir gar nicht trinken. Ich schmeiß mal den Rack hier weg, denke ich. Ja. So, Cola nehmen wir mit, das ist wichtiger. Jo, ein brandneues Haus, wie ihr sehen könnt. Schön gemacht. Definitiv. Gefällt mir mit Terrasse, ne? Also gerade auch für Leute, die auch gerne Let's Playen, ja. Roleplaying machen. Sind natürlich jetzt auch die diversen neuen Häuser. Und die schauen ja auch hier grafisch. Also kannst du nichts sagen, jetzt im Ernst. Da kannst du nichts sagen. Das sieht schon ordentlich aus. Das ist halt so eine kleine Wirtschaft. Das ist schon gut gemacht jetzt, ne? Und hier auch die Bomberjacke, die ich anhabe aus Leder, die kannte ich auch nicht, ne? Es ist zwar eine Weile her, dass ich aktiv hier gespielt habe, aber die kannte ich nicht. Also vielleicht ist die auch bei diesem neuen Clothing Patch oder Bundle oder wie auch immer dabei gewesen, ne? Übrigens, wir laufen hier nicht zur Militärbasis, oder? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Hier die Schränke. Oh, da kann man gar nicht mehr rein. Da konnte man früher Sachen ablegen, ne? Und die waren dann halt verschwunden. Das meinten wir nämlich auch zu tun, dass wir da unsere Sachen einlagern. Das war eine Scheißidee. Ja, kleinen Schluck trinken, dann redet sich's auch leichter. Was läuft da? Ach ja, wenn ich schon von läuft da rede, es soll auch ein neues Paket geben mit viel, viel mehr Wildlife, also Bären vielleicht, also Wölfe, die sind angekündigt. Wölfe sollen kommen. Ist natürlich interessant für die Survivor, die wirklich hier auf Outback Surviving da stehen. Und noch, dass einfach auch mehr Tiere da sind, weil ihr wisst es ja, wenn ihr das Spiel spielt, hier sind einfach nirgendwo Tiere. Also, es ist ganz selten mal, dass hier so ein Häufchen Rehe oder Kühe oder was nicht alles über den Weg läuft. Frying Pan, Cooking Pot, okay. Wasser abkochen tun wir übrigens nicht. Ich habe nämlich nichts davon gehört, dass Vitaminpillen jetzt anders wirken sollen. Drum verlasse ich mich einfach mal auf die. Ja, hier müssen wir lang. Jo. Oh. Lagspike, aber ordentlich. Aber auch die Performance ist jetzt eben über eine nagelneue Engine besser geworden. Also du hast jetzt auch konstant in Städten, wenn deine Leitung nicht ganz beschissen ist, hast du wohl ja über 30 FPS, ne? Also so 34, 36. Und das war ja wirklich, ja, das war nix vor einer Weile. Also wenn du da in eine Stadt gekommen bist, das werden wir ja auch noch sehen. Wir werden wahrscheinlich nach Vibor oder ach, keine Ahnung.
Irgendwo da in der Richtung werden wir schon in eine größere Stadt kommen. Und da kennt ihr das ja, ne? Wenn irgendwann mal der Bildschirm anfängt zu schwimmen und was nicht alles. Das war schon kacke. Ne? Das war schon kacke. Jetzt gucke ich mal. Nicht, dass ich hier was verpasse auf dem Channel. Nein, hat noch niemand was geschrieben, irgendwas Wichtiges. Ne? Wenn ihr irgendwas sehen wollt oder irgendwas wissen wollt, schreibt es bitte in den Chatroom. Würde mich sehr freuen. Ich antworte auch gleich darauf. Ist auch ein neues Schild, glaube ich. Kenne ich nicht. So, wo kommen wir hier hin? Bor und Povlovo. Bor. Ja, mit Bor hatte ich nicht so viel zu tun. Ne? Komarovo. Pavlovo. 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 Ist es nicht bei der Militärstation im Wald? Freunde? Also die in der Lichtung, ganz am Rande der Karte. Ich denke mal, dass wir da hingehen könnten. Also nicht Pavlovo? Und hier sind Helicrash-Sites. Wir gehen mal in den Wald, ne? Obwohl da ja eine Stadt wäre oder ein Dörfchen. Ja, wir sind eigentlich gerade recht gut ausgestattet. Denke ich, wir können jetzt erstmal da kurz runtergehen. I'm rapidly warming up. Das ist natürlich nicht so super. Ja, wir gehen mal Richtung Dorf hier. Wie schaut's aus? Hydrated? Ja, Energize brauchen wir jetzt gerade nicht. Wäre zwar nicht ganz verkehrt. Okay, also der verfolgt uns definitiv nicht. Oder wir sind einfach zu schnell. Ich denke, der lootet jetzt auch erstmal nach Essen und Trinken. Alles andere wäre ja Quatsch, ne? Für einen Fresh Spawn mit einer Waffe und einem Hut. So. Ja, es sieht relativ ruhig hier aus, ne? Ich zoome gerade mal ein bisschen rein, nicht, dass wir was übersehen. So. Ja, ich denke mal, das große Getummel ist halt wieder Richtung den Airbasen und Militärbasen. Ja, da werden wir aber auf jeden Fall hinkommen. Nur ich bin einfach auch kein Experte auf dem Combat-Gebiet. Also wir haben immer versucht zu vermeiden, auf jemanden zu schießen. Manchmal kam es halt dazu, ne? Ist halt so, kennt ihr ja. Und drum, ich habe hier in DayZ sehr, sehr wenig Combat-Erfahrung. Also ich bin halt Überlebensprofi der besonderen Klasse, aber alles andere war nie so meins, ne? Ich schieße einfach nicht gerne auf Leute. Das ist in echt übrigens auch nicht anders. So. Da gehen wir wieder raus, dann kommen wir wieder auf die Straße. Halt, hier war ein Schild. Ich muss das lesen. Komarovo. Pavlovo, ja, wir gehen jetzt nach Pavlovo, genau. Das haben wir. Oh, Overheating. Oh. Gut. Wir gehen mal kurz in Deckung. So, ich ziehe einfach mal Jacke aus. Hose. Wo ist denn die Hose? Wo ist denn die Hose? Hat die gar keine Slots oder was? Ach hier, mein Gott. Zack, okay. Okay. Sorry. Na, legst du dich mal hin? Wunderbar. Okay. Ja. Ist halt scheiße, ne? Mit der Bomberjacke. Die gibt zwar bestimmt ein bisschen Schutz, auch vor Schnittwunden und so. Aber, naja, ne? Man überhitzt halt schnell. Aber gut, das haben wir ja gleich. Denke ich mal. Also es sieht ruhig aus. Kann mich nicht beschweren. So,
So, war's das? Nö. Wir gehen aber trotzdem jetzt langsam weiter. Das ist mir jetzt egal. Wofür habe ich eigentlich zwei Flares und wieso kann man die nicht stacken? Doch, tatsächlich. Ich brauche keine Flares. Brauche ich nicht. So. Okay. Nee, also Flares brauchen wir, glaube ich, beim besten Willen nicht. Ja, leuchtet mir jetzt nicht ein, warum. Mein Dunkel wird es ja jetzt auch nicht so schnell hier. Ach, Overheating. Ja, wir joggen ja schon. Yo. Okay. Hier ist eine Militärbasis. Warum ist hier eine Militärbasis? Und wieso kenne ich die nicht, verdammte Hacke? Oder ist das die hier? Das kann die nicht sein. Freunde, nein. Oh, Lagspike. Lagspike. Was ist jetzt los? Welche ist denn das? Das müsste doch die hier sein. Im Wald. Aber warum? Warum ist die hier? Und was ist das da? Ein Rohr oder was? Ja, ich überhitze. Ich weiß, ich muss vorsichtig sein. Gibt's hier nicht Wasser oder sowas? Also hier leckt's ordentlich, Freunde, ne? Hier leckt's ordentlich. Und mein Fuß juckt. Yay. Ich bräuchte was. Also das sieht mir schwer nach der hier unten im Wald aus. Aber wir sind da aus einer komplett verkehrten Richtung gekommen. Verstehe ich nicht ganz. So, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Zombies sind hier übrigens auch, wenn das die ist. Aber gut, das ist ja bei Militärbasen jetzt nicht ganz so außergewöhnlich, ne? Es sieht mir verdammt aus wie die hier im Wald, zu der ich ursprünglich hin wollte. Naja, das ist die schon. Das ist die schon. Hier ist dann der Waldweg. Es ergibt einfach keinen Sinn. Also, wahrscheinlich vertue ich mich gerade ganz extrem, aber für mich macht das gerade keinen Sinn. Ja, wir overheaten immer noch. Warum ist das Tor hier zu? Also das da unten ist das Krankenhaus. Na, mach's doch bitte zu. Da wäre eine Baracke, da gehen wir mal rein. Das sieht auch wieder safe aus. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. So.
TTSKO, wird natürlich hier sofort ausgetauscht. Deutsche Bundeswehr. Camouflage. Sehr schön. Ja, für sowas kommt man natürlich. Pilotenhelm. Nee, das sieht doof aus. Ein Barett will ich jetzt auch nicht unbedingt hier das Kaputte nehmen. Und will ich eigentlich gar nicht nehmen. Ein Militärrucksack wäre natürlich sehr schön. Auch wenn er weniger Slots hätte, das wäre mir relativ egal. Ist das eine Hose? Nein! Scheiße. Eine Hose wäre natürlich auch was Feines, ne? Wobei die eigentlich ja farblich dazu passt, nur die Slots sind halt nervig. Also hier sieht alles so ruhig aus. Also so richtig verdächtig ruhig. Übrigens, Minen gibt's. Drum achte ich auch ein bisschen auf den Boden. Minen soll es jetzt mittlerweile geben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon her ist, dass es die gibt. Keine Ahnung. Habe ich nur gehört und zur letzten Zeit, wo ich gespielt habe. Ja, das sieht nicht mehr so gut aus. Gab's die eben noch nicht. Hier ist noch zu. Gut. So, oben dürfte nichts sein. Hier ist auch nichts. Das ist ja doof. Da, friss dich tot. Mach. So. Läuft das hier? Warte mal. Ja, ich hoffe, dass es läuft. Warte mal. Nicht, dass wir jetzt hier wieder einen Hänger haben. Oh, und wir haben einen Follower. Herzlichen Dank dafür. Das freut mich, der allererste Follower. Wenn dieser Follower mir gerne mal hier in den Chat schreiben würde, dann bedanke ich mich natürlich namentlich auch noch bei dem. Was ist jetzt hier los? Klappt das jetzt? Ja, ich hoffe. Ich denke, es klappt. Ja, dieser Follower darf wirklich gerne mal Hallo sagen. So. Es hängt. Das Spiel hängt. Das hatte ich auch schon mal. Hör mir auf. Hör mir auf, bitte. Freunde, bitte. Jo, beim Essen. Beim Essen. Es ist jedes Mal der gleiche Scheiß. Na, jetzt bin ich gespannt, wenn ich das hier normal esse. Jedes Mal. So, jetzt ist die Waffe wieder weg. Boah, Leute, ey. Boah. Ja, liebes Entwicklerteam von DayZ, arbeitet mal dran. Würde euch und eurem Ruf vielleicht ein bisschen besser tun. So, pass mal auf. Diese 380er sind es hier nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wofür die sind. Nee. Nein, die sind nicht dafür. Das ist sehr schade. Aber okay. Ja, dann haben wir ja jetzt im Prinzip wieder gar nichts und können ja ganz ungeniert hier überall durchlaufen. Ne, also das ist wieder hier, diese altbekannten Bugs. Es wurde besser, aber es ist nicht.
Wesentlich besser. Na. Naja, okay. Schade. Aber wir werden ja sehen, was noch so auf uns wartet. Also ich denke, vielleicht brauchen wir. Ups. Vielleicht brauchen wir auch einfach. Das brauchen wir nicht, ein Rope. Epipen, wunderbar. Vielleicht brauchen wir auch einfach so ein Gunholster, aber es ist. Leute. Das geht nicht. Das geht nicht. Und Steam hat sich auch gerade gemeldet. Wir haben einen neuen Zuschauer. Warte mal. Pass auf. Ja, tatsächlich. Hallo an alle. Herzlich willkommen. Na, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Würde mich tierisch freuen. Jo, und an dieser Stelle auch Hallo an meinen Bruder. Der guckt nämlich gerade. Hat er mir in Steam eben geschrieben. Freut mich. Danke. So. Ja, wir haben, falls du gerade erst reingeschaltet hast, wir haben hier ein paar Problemchen. Ist ja Daisy, ne? Kennst du ja, du spielst ja selber oder hast selber gespielt. Das ist gar nicht so schlecht jetzt. Pass auf. Das tauschen wir aus. Ach, jetzt komm schon. Meine Herren. So, dann schauen wir nämlich umso mehr bundeswehrmäßig aus. Ja, vielleicht jetzt nicht gerade mit dem, aber es ist halt Tarnmuster und eine Hose bräuchten wir natürlich, ne? Ja, wir haben hier mal wieder Probleme und Stiefel übrigens auch. Ja, es will mal wieder nicht so ganz, wie es sollte, ne? Gänste. Naja. So, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, geht es hier oben mit der Militärbasis noch weiter. Müsste es, zumindest. Müsste es. Und da müssten dann auch gleich die zum. Oder das ist eine ganz neue Militärbasis. Das gibt's doch nicht. Bin doch nicht bescheuert, Freunde. Ich kenne doch die Map ein bisschen. Oder haben die wirklich so viel dran verändert? Kann doch fast nicht sein. Übrigens, gebt mir einen Militärrucksack. Ich kann doch hier nicht komplett in Tarnfarbe rumrennen. Und dann so einen gelben Eimer auf dem Rücken tragen. Das ist ja schrecklich, Mensch. Das ist ja schrecklich. Mann, 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 Mann. So, Schluck trinken. Ja, Schluck trinken ist immer eine gute Idee auf der Militärbasis. Wunderbar. Aber wir können uns eh nicht mehr wehren. Von daher gerade egal. Nee. Also das hier ist anders, ne? Flecktarn. Flecktarn heißt das. Echt jetzt? Sauber. Dann haben die das wohl auch übersetzt. Haben wir nicht den jetzt? Den haben wir doch. Der wird gar nicht angezeigt. Oh, großartig. Doch. Ach, da kann ich was reinstecken. Tatsächlich. Das ist ja geil. Auch Damage, dann ist egal. Sieht sowieso gleich aus. Flecktarn ist ja eh nicht so das Sauberste. Tja, okay, dann sind wir doch richtig. Dann sind wir richtig. Hier müsste es weitergehen zu der großen Militär- oder die zweitgrößte Militärbasis auf der linken Map-Seite. Und wir laufen ein bisschen durch den Wald. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und finden ein paar Zelte, aber das denke ich mal nicht. Ach, das ist so ärgerlich, ey. Leute, das regt mich auf. Das regt mich tierisch auf. Ernsthaft. Dass die Waffe jetzt wieder weg ist. Das ist so ein Bullshit, Mensch. Jetzt hoffe ich nur, dass wir mal Mosin-Munition kriegen. Ernsthaft. Das wäre relativ dringend. Dann können wir uns auch mal wieder wehren. Ja. Übrigens habe ich, um mal wieder auf ein bisschen Review. Da kommen wir doch her, ey. Oh. Ja. Willkommen, Daisy. Wo der Miche sich nicht auskennt. Ich habe so das Gefühl, dass hier Essen und Trinken wesentlich weniger geworden ist. Ja, geworden ist das. Nee, dass man wesentlich weniger essen und trinken muss. Das ist auch gut. Also,
Das war schon ein bisschen krass, ne? Hier, keine Ahnung, halbe Stunde rumrennen, musste was trinken. Ja, wir waren ja hier schon und ich guck trotzdem mal, vielleicht ist was gespawnt. Tja, gehen wir mal hier lang. Was ist hier anders geworden? Das ist ganz anders geworden, ernsthaft. Keine Ahnung. Bin überfragt. Ich habe vielleicht auch die Karte nicht mehr. Jägerstand, das ist gut. Vielleicht findet man Hunting Scope. Wäre natürlich eine feine Sache. Ja. So, und wer ist jetzt der erste Follower hier? Das würde ich jetzt mal gerne wissen, wer das ist. Der kriegt von mir Ärger, warum er sich so einen Scheißkanal hier antut. Halt die Schnauze, ey. Was geht denn hier ab? Boah. So, pass mal auf. Ich denke mal, die SKS ist die mit den 380 Auto Round 360, was auch immer ist die, oder? 380 Autoruns haben wir schon gelistet hier. Dann stecke ich die mal runter. Und die Axt geht auch immer wieder von Position 3. So, pass mal auf. 2. Es steht einfach auch nicht dran. Ja, das ist doch die. Und das hier ist Punkt 45, ne? Punkt 44. Ja, nee. Wisst ihr was? Wir nehmen die SKS mit. Scheiß drauf. Ich brauche keine Mosin. Ich bin eh kein Sniper. Also ich will den Leuten, wenn ich sie töte, dann schon ganz gerne in die Augen gucken. Ja, schade. 380, wofür war das? Oder war das die Amphibia? Nee, das kann nicht sein. Amphibia war doch auch 9 mm, oder nicht? Oh, was zu trinken, cool. Also keine. Sind das die? Warte mal. Ja, das sind schon die. 9 mm werde ich da kaum reinkriegen. Und Punkt 2, also nee, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nein, natürlich nicht. Also das ist Quatsch. Okay. Ja, gehen wir weiter. Mal gucken, wo der Weg hinführt. Wir sind immer noch overheating. Ich hoffe, dass mich das nicht umbringen wird. Aber ich weiß es natürlich nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir schon 47 Minuten am Streamen. Ich hoffe, ich langweile euch noch nicht. Gucken immer wieder mal ein paar Zuschauer rein. Ist auf jeden Fall schön, danke. Und ja. Müsste da eigentlich. Was ist das? Was ist das? Das Holzpaletten, oder? Ich hoffe, weil sonst ich laufe hier wahrscheinlich gerade an Zelten vorbei. So, hier sind wieder Ortsschilder. Gucken wir mal. Gute Frage, was kommt? Wir müssten hier schon richtig sein. Und die Straße kenne ich ja überhaupt nicht, ey. Warum? Also ich verstehe es nicht, ne? Ich kannte mich wirklich gut auf der Karte aus und jetzt? Boah, Pavlovo. Tja, wir müssen wohl nach Pavlovo, ne? Da, Jägerstand. Oh, bitte ein bisschen Muni, Freunde. Ein bisschen Muni. Ich erwarte ja nicht viel, aber so ein klein bisschen wäre cool. Doch, wäre echt verdammt cool. So. Ja, und er rennt wie ein Weltmeister. Schön. So, gehen wir rauf. Da liegt doch was. Da liegt was. Toll. Das ist alles. Yay. Noch eine SKS. Naja,
In Ordnung. Oh. Es sieht ein bisschen aus wie gähnende Leere. Ja. Tja. Mal gucken, wo wir jetzt hier langkommen. Also ich laufe jetzt auch nicht mehr auf der Straße. Jetzt haben wir schon ein bisschen Militärausrüstung gesammelt. Ein bisschen aufpassen müssen wir jetzt. Was ist denn hier hinten los? Und was ist das hier für eine verdammte Stadt? Ach, das müsste ja Pavlovo sein, ne? Warte mal. Es wäre schön, wenn ich wüsste, wo ich hier bin. Kommen wir hier zu dieser geheimen Militärbase? Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Aber wir müssen doch da irgendwann mal hinkommen. Wo sind hier? Osten? Westen. Doch, passt. Ja. Ja, man kann sich nämlich an der Sonne orientieren. Für die, das nicht wussten. Sonne immer südlich. Geht im Osten auf. Also geht südöstlich quasi auf. Und geht dann abends südwestlich unter. So kann man sich wunderbar orientieren an der Sonne. Ganz genau wie im echten Leben. So. Hier ist auf jeden Fall ein Sendemast. Naja, also hier war ich im Leben noch nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, gibt es hier irgendwie Polizei? Jägerstand. Also da gibt es jetzt viele. Na, wahrscheinlich nicht mehr als davor, aber ich habe nie danach gesucht. Mal ab und zu einen gesehen, aber jetzt zuckt die Nase. Jetzt werden es wirklich viele, die ich schon finde. Na, würdest du da bitte hochgehen? Da liegt auf jeden Fall ein Kleinteil. B95. Okay. Ja, aber das ist doch eine Shotgun, oder? Wo sind 44 Kompensator? Warte, ich nehme das mal in die Hand. Können wir das mit irgendwas laden? 9mm ist Quatsch. Das leuchtet mir auch ein. Punkt 22 auch nicht. Und bleiben noch die? Nö. Okay. Und die Mosin haben wir ja bekanntlich weggeschmissen. Toll. Naja. Okay. So, wir gehen weiter hier hoch. Ich hab immer noch das Gefühl, dass wir gar nicht so verkehrt liegen können. Oder zumindest haben wir da oben auch mal einen ganz ordentlichen Ausblick, glaube ich. Ja. Ja, ich denke, das ist eine ganz ordentliche Idee. Mal schauen. Hier ist nichts Besonderes, wa? Da kann man hoch. Da kann man hoch? Ja, also ich offenbar nicht. Komme ich denn hier rein? Aber will ich da hoch? Ich glaube nicht. Da ist ja nichts. Da dürfte nichts liegen. So. Wo kommen wir jetzt hier hin? Nee, der Feldweg. Doch. Doch, wir sind hier doch richtig. Wir sind doch hier richtig. Das muss doch hier sein. Die Militärbasis. Weil ich will unbedingt zur Militärbasis. Dringend. Aha. Da, ich sehe doch was, oder? Da sehe ich was. Sehe ich nichts? Ich weiß es nicht, Freunde. Nee. Nee. Nee, nee. Also, wir sind völlig verkehrt, glaube ich. Eine Jägerhütte. Die gibt es auch noch. Da ist auch manchmal ganz gutes Zeug drin. Gerade für Survivor. Und Durst haben wir übrigens auch. Toll. Und dann werden wir in die Stadt hier gehen, denke ich. Was? Gar nichts. Oh, großartig. Das ist super. Hier ist die Flasche, so. Ich trinke das jetzt. Ich hoffe, wir werden nicht krank. Zum Wohle.
Ich trinke mal ein bisschen Apfelsaft. Und ja, es ist wirklich Apfelsaft für die, die mich kennen. So. Trinke ich doch so selten, dann darf ich das doch mal. Tja. Also so läuft das Spiel wieder relativ flüssig, bis auf kleine Aussetzer, die ich mir aber nicht erklären kann. Also die kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Weil es war ja keine Stadt und ich meine, gut, ein paar Bäume, aber das packt doch der. Das müsste das Spiel doch locker packen und der Server hier. Kann es euch nicht sagen. Kann ich euch einfach nicht sagen. Da oben ist auch ein Hütchen. Naja, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ja, hydrated sind wir natürlich nicht. Hier wäre ein Fluss. Ich habe aber keine Water Purification Tablets. Ich habe nichts dabei. Und vor allem auch länger keine Vitamintabletten mehr gefressen. Drum lassen wir das. Da suchen wir uns lieber eine Quelle. Die dürften ja hier auch nicht so selten vorkommen. In dem Ort, da müsste ja bestimmt eine sein. Dünger, was ist das? Spray Paint Green. Das ist sehr schön. Das ist richtig edel. Pass mal auf. Boah, jetzt noch ein Militärrucksack. Perfekt, das wäre perfekt. Da kommen wir gar nicht raus. Ups. So. Das ist auch wieder so ein kleines Scheißdörfchen, ne? So ein kleines Bauernkaff. Großartig. Da, das sind Apfelbäume. Ja. Das ist nach wie vor so. Weiß nicht, ob hier Zombies sind, ne? Aber gut, wir haben eine Axt und Bandagen, also. Ja, nee. Pudermilch. Flair. Ach, hör doch mal auf mit deinen Flairs, ey. Die brauche ich beim besten Willen nicht. So, ich nehme die Waffe mal übrigens in die Hand. Ich nehme die Waffe in die Hand. Ich nehme die Waffe nicht in die Hand. Schön. So, ich nehme die Waffe in die Hand. Auch wenn wir nicht schießen können. Eine gepaintete SKS mit Militärklamotten macht Eindruck, wisst ihr? Das macht richtig Eindruck. Und gerade so Frischlinge und so, die werden sich dann wahrscheinlich nicht mit uns anlegen. Ein bisschen Blöffen gehört halt zu Daisy dazu. Na, das habt ihr sicher alle schon gemacht, wenn ihr gespielt habt. So, was liegt denn hier Schönes? Sledgehammer. Brauche ich aber nicht. So, einmal wegpacken. Dann machst du bitte mal die Flasche hier voll. Ja, F. Danke. So. Wir haben leider erst eine Flasche. Übrigens, so geht es schneller mit dem Trinken, wenn man auffüllt und dann einfach, ja, wieder auffüllt und trinkt. So. Ja, füll auf. Sind wir hydrated? Ja, einmal können wir noch trinken. Hunger, ja, Essen haben wir erstmal dabei, denke ich. Ein bisschen zumindest, ne? Könnte mehr sein, klar. Könnte wesentlich mehr sein. Aber, so. Das ist jetzt aufgefüllt. Ich denke, so. Jetzt am Anfang reicht das erstmal, damit kommen wir ja weiter und wir looten ja auch fleißig. Oh, hier liegt ja eine Menge rum. Heatpack, ja, das brauchen wir definitiv. Wie schaut es denn hier mit der Kleidung aus? Ja, das können wir mal reparieren. Das ist okay. Leather Gloves, ja, da brauche ich das Leather Pack. Nein? Ah, Working Gloves sind das, okay. Das ergibt natürlich Sinn.
Orangener Regenmantel, ja, das ist dann für die unauffälligen Tarnspezialisten unter uns. Ist das gut? So. Da steht ein Auto. Apropos Wasser. Yes! Yes, Baby. Endlich. Würdest du diese wundervolle Waffe bitte in mein Inventar packen, bevor ich dir auf deinen Kopf kacke? So. Ach Leute, das ist doch nicht wahr jetzt. Was ist denn das hier für eine Scheiße hier? Wieso kann ich die nicht nehmen? Nimm sie bitte. Take F. Jetzt. Yes. 9 mm, Rounds 28. Yeah. Thank God. Ah. Und wenn die jetzt wieder abhaut, dann werd ich böse. Dann werd ich richtig böse. Gas brauchen wir nicht. Ich hüpf mal ins Wasser, Freunde. Ich glaub. Jo, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Du kämpfst hier um dein Überleben. Lass dir Zeit. Ist überhaupt kein Ding. Habe ich hier von Wasser geträumt oder gibt's hier Wasser? Scheiße. Ich habe doch Wasser gesehen vorher. Da oben. Muss Wasser sein. Na, hier sind Staudamm, dahinter ist Wasser. Yes. So, macht man normalerweise nicht. Machen wir trotzdem. Definitiv. Oh, es wird bald dunkel, habe ich das Gefühl. Stamp. Damp. Ich bin doch. Also nasser geht doch gar nicht mehr, wa? Wie kann man noch nasser werden? Ja, wet. Ja, das wird gleich kommen. Nee. Also jetzt müssten wir mal von der Temperatur runterkommen. Hoffe ich. Das müsste jetzt gleich passen. So. Und übrigens, hallo an alle Neuen, wenn es neue gibt. Es sind zwei da. Keine Ahnung, wer jetzt da gerade zuguckt. Ich denke, einer davon könnte mein Bruder sein. Auf jeden Fall, hallo. Danke fürs Reingucken. Freut mich sehr. Lass ein Like da, wenn es dir gefällt. So. Schön. Den Zaun entlang gleiten. Was? Riders Jacket. Die ist neu. Da haben wir's. Die gab's nicht vorher. Definitiv nicht. Also könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Bandana Camo. Das ist so Banditen-Gangster-mäßig, ne? Mag ich gar nicht. Mag ich nicht. So militärisch ist okay. Boah. Also hier sind wirklich Frame-Drops gerade am Start. So viel zu, wir haben das behoben. Also an mir liegt es nicht, weil meine Leitung ist in Ordnung. Es könnte ja irgendeine andere Ursache jetzt auch haben. Aber so sind wir das ja eigentlich gewohnt, ne? Bisher. Ansonsten läuft es aber flüssig. Also ich kann mich heute echt nicht beschweren. Beim besten Willen. Wir gehen hier in diese Jägerhütte. Also die hier, da sind auch oft mal Gewehre und Muni und sowas drin. Hallo? Mach doch mal auf jetzt. So. Ist hier drin? Nischt. Hier. Ne. Eine Magnum. Warte mal. Und? Was noch? Zwei Makarov-Magazin. Oder sind da zwei Kugeln drin? Haben wir nicht ein Makarov-Magazin? Bin doch nicht bescheuert. Ja, hier. Mit ein was? Ich kapiere das nicht. Ich werde es nie kapieren. So, jedenfalls. Die Magnum lassen wir da. Die Munition zu finden. Naja, also jetzt haben wir hier natürlich Muni ohne Ende.
Für 380 und Punkt 22. Ja, toll. Nee, ich lass das da. Ich lass das da. Was soll ich denn damit? Eine Punkt 22er will ich sowieso nicht mehr. Weil wir jetzt bessere Waffen haben. Nur halt eben ohne Munition. Also was soll ich jetzt damit? Also Punkt 22, ich denke mal, das werden wir auch bald mal wegschmeißen. Ja, war halt schön mit dem Hunting Scope. Das hätte ich wie gesagt auch gerne mitgenommen, aber naja. Da hat mir Daisy einen Strich durch die Rechnung gemacht. Komisch leer, komisch verschlossen. Aha. Leather Shoes Beige. Können wir die eigentlich erstmal noch behalten, ne? Die sind ja noch top in Schuss. Wüsste ich jetzt nicht, warum nicht. So, es ist nichts los. Danke, das ist super. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen schön Sachen zusammenkramen, bevor wir uns hier dann auf die Kampfmission machen zum Airfield. Hier noch rein. Also ich laufe auch wieder ohne Deckung rum. Es regt mich ja selber auf, Freunde. Es regt mich selber auf. Nur wenn du eben monatelang das gespielt hast und immer versucht hast, Konflikte zu vermeiden, da denkst du an sowas nicht. Naja, da willst du einfach nur dran vorbei quasi. Naja, werden wir wahrscheinlich noch früh genug lernen, wenn wir hier abgeknallt werden. Yay. Großartig. Das ist super. So, Sonnenblumen oder was das darstellen soll, nehmen wir nicht mit. Da haben wir genug davon in Stardew Valley. Läuft ja zurzeit auf meinem Kanal. Michi Cortez auf YouTube. Wenn ihr mal vorbeigucken wollt, würde mich sehr freuen. Ja, also jetzt ist es an der Zeit. Wir essen jetzt eine Ration, pass mal auf. Ach Gott, nochmal. So. Eat all. Es ist an der Zeit, dass wir das hier mitnehmen. Ach, wir haben ja schon eins. Oh gut, hätten wir den vorher fesseln können, ne? Aber gut, ja. Nicht so tragisch jetzt. Gut, die Waffe nimmt er wieder. Sehr schön. Nehmen wir auf jeden Fall mit, falls wir jetzt wieder auf einen treffen, der vielleicht ein bisschen besser ausgestattet ist. Dann werden wir den sehr wahrscheinlich verhaften. Weil ich möchte da einfach auch kein Risiko eingehen. Abknallen will ich es ja auch nicht. Na, dann ist es so die humanste Weise. Da kommt er ja relativ schnell raus, vor allem aus dem Duct Tape. Und wenn er sich nicht dumm anstellt, kommt er auch aus Handschellen ganz schnell raus. Also, na, ich denke, darauf können wir uns einigen. Man muss nicht grundlos ein Arschloch sein. Also das ist so meine Mentalität sogar in diesem Spiel hier. Es war Bohr. Ich dachte, wir gehen hier nach Dingens. Kakarosho. Ne, wie hieß das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bohr. Wieso bin ich denn overheating? Mensch, warum? Erklär's mir. Weil ich die ganze Zeit renne oder was? Aber ich bin doch nass. Das ist auch so ein Haus mit Brunnen, ne? Wir gehen jetzt da runter, vielleicht ist da ein Feind. Vielleicht. Bisschen Action. Ich renne wieder Vollgas drauf zu, ne? Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Damit rechnet man ja auch nicht unbedingt in dem Spiel. Aber es sieht leer aus. Eishockeyschläger. Ja, ist was drin, ne? Ist auf jeden Fall schön, dass da Sachen mittlerweile drin sind, ne? Das finde ich gut. Doch. Muss ich sagen, finde ich gut. So.
Nö. Okay, aber hier ist ein Brunnen. Aufgefüllt ist aber unsere Flasche, ne? Ja. Leider immer noch nur eine. Das wird sich aber zügig ändern, hoffe ich. Das muss sich zügig ändern. Ich hatte gehofft, dass hier nochmal ein Jägerstand ist, vielleicht für ein Scope, auch wenn wir noch keine Muni haben. Und die könnte ja dann da auch liegen. Ein Jägerstand wäre schon angenehm. Bietet sich ja eigentlich hier an, ein Herd zu bauen. Apropos bauen, Base Building soll auch bald möglich sein. Also laut Entwicklern, ne? Ja, ihr müsst jetzt nicht haten und in die Kommentare schreiben, das wird eh nie geschehen und die sagen so viel. Ich weiß, ich weiß. Ich sag euch nur das, was ich mitbekommen habe und das besteht eben daraus, dass die Entwickler ein bisschen Gas geben wollen. Na, dass jetzt viele Sachen angekündigt sind. Mal gucken, ich weiß nicht, ob das klappt. Wie es damit aussieht. Wie zügig die das dann auch vonstatten bringen wollen, aber mal gucken. Wer weiß. Ja, angekündigt ist es. Ich vertraue einfach den Leuten da einfach mal, ne? Ich meine, die haben oft genug unser Vertrauen enttäuscht, und sind nicht in die Pötte gekommen. Vielleicht haben sie jetzt auch mal draus gelernt, ne? Es muss ja auch irgendwann mal ein bisschen, ja, Auswirkungen auf die Verkaufszahlen oder irgendwas haben, wo die sich dann auch mal denken, boah, nee, Leute, wenn es so weitergeht, rennen uns die Kunden davon. Wo ist die scheiß Cola hin? Ich habe hier eine Cola rein und die möchte. Was ist jetzt los? Was ist jetzt wieder los? Also, pass auf. Hier noch 5. Steck mal weg. Dann nehmen wir das manuell. Ohne Sound. Willkommen in Daisy. Wo ist meine Knarre? Ich schwör's euch, ey. Ich werde sauer. Ich werde richtig sauer, wenn ihr das jetzt nicht langsamer hinbekommt. So, das packen wir jetzt mal hier hin. So, pass auf. Nimm es doch jetzt da bitte raus. Muss ich das hier erst hinlegen oder was? Ja. Ja, ja, sprachlos, ne? Kennt ihr auch von Daisy, ne? Sprachlos. Mann, 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 geht das schon wieder los? Verstehe ich nicht, warum geht das hier nicht rein? Kann doch nicht so schwer sein. Wohin laufen wir denn? Nach Norden, okay. Ja, Norden. Norden ist ja nicht so verkehrt. Es wäre aber schon gut zu wissen, jetzt langsam, wo man hier ist. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, wo kommen wir denn hier hin? Also ich war hier definitiv noch nicht oder höchstens im Vorbeigehen mal. Also komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen östlich. Naja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt langsam hier hinkommen. Ist ja sonst auch Quatsch. Mal gucken, mal gucken. Schluck trinken. So. Da ist auf jeden Fall ein Haus. Ein einsames Haus im Wald. Mal gucken.
Vielleicht, es ist ja so eine Jägerhütte, ne? Vielleicht. Ja, Axt. Ist da ja jetzt ein Scope oder irgendwas Nützliches drin? Nee, gar nichts, ne? Was ist das? Makarov. Yeah. Okay, schön. Können wir die nehmen? Nein. Nein. Vor allem, ne? 30 Makarovs. Schön. Was mache ich denn jetzt hier? Pass mal auf, ich kann doch hier die Waffe kann ich ja wegstecken. Ja, hier mal bitte rein, aber wenn's. Jo, passt auf, ich gehe hier raus. Ich gehe aber gleich wieder rein, keine Sorge. Jetzt warten wir einen Moment. Vielleicht liegt es auch einfach mal an uns. Ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht liegt es wirklich mal an uns. Wer weiß, ne? Auf jeden Fall, das ist behindert. Das ist richtig behindert. Ich hoffe nur, dass jetzt diese Red 9 hier wieder da ist. Die Ruger. Wie auch immer die heißt. So. Wir gehen mal wieder drauf, vielleicht gab es ein kleines Verbindungsproblem zwischen Character und Server. Ich weiß es nicht. Daisy. Daisy, es ist Daisy. So. Ja, ne? Dann müssen wir jetzt kurz die Respawn-Zeit hier abwarten. Die hat's ja auch gleich. Naja. Wo landen wir? Definitiv nicht in der Hütte. Wir landen in der Hütte. Die Red 9 liegt noch da. In die Hand. Es sieht so aus. Jetzt habe ich zwei Red 9s, oder was? Und Daisy, du hast so einen an der Waffe, Freund. Echt. Das kann doch nie wahr sein. Ja, das geht. Ja, komm, lass uns nicht drüber reden. Na, das ist Daisy. Willkommen in Daisy. Das ist Daisy. Willkommen in Daisy. Was ist denn hier jetzt wieder? Ey, Freunde. Regt mich nicht auf. Echt. Regt mich hier nicht auf. Kann ich das hier laden? So. Wenn ich jetzt die 5 drücke, müsste die doch dann verschwinden. Und die 5 müsste kommen. Die landet hier. Okay. 360 Auto. Was macht denn der da? Ah ja, okay. Ja. Schön. So, pass auf. Ich hau mir die jetzt hier einfach mal in die Schnauze rein. Was? Es ist Montag. Redest du mit mir, oder was? Ich weiß, dass Montag ist. Weißt du noch, zuguckst, Kai? Er hat mir gerade geschrieben, es ist Montag. Ja, schön. Schön. Ich mag Montage. Und ich weiß auch, dass Montag ist. Warum sagst du mir das? So. Punkt 22. Dingens hier. 3, 5, 8. 12. Was weiß denn ich hier? So, Load. Load. Ist da noch eins drin? Wir müssten da hier noch einen Mack haben, oder? Nee. Ach so. Deswegen klappt Daisy nicht. Ja. Ja, könnte sein. Wer weiß. Dass sie heute wieder ein paar. Also es ist eigentlich nicht die Uhrzeit. Also, nee.
Ist wahrscheinlich nicht der Grund. Okay, jetzt haben wir hier ein volles Magazin drin. Super. Übrigens, Kai, du kannst auch in die Kommentare schreiben, ne? Ich will dir das nur mal kurz sagen. Dann machst du dir schnell einen Account, drückst auf Like und kannst hier wunderbar in die Kommentare schreiben. Dann musst du mich nicht immer auf Steam nerven. Das wäre ganz, ganz großartig von dir. So. Okay, hier haben wir auch nochmal 40 Schuss. Ja. Okay, das sind auch 40 Schuss. Dann machen wir hier oben noch. Aus dem haben wir hier ein bisschen den Supply. 9 mm Rounds. Ja, die brauchen wir natürlich auch noch. Moment. Was ist jetzt das hier? Was sind denn das hier für welche? Jetzt sind die weg, oder was? Was sind das hier? Ach, das sind die 40 9 mm. Okay, pass auf. Du kommst dann mal auf Platz 4. Zack. Wo ist die? Du kommst auf Platz 2, weil für die erste haben wir ja noch nix. Und da ist ja ein Magazin jetzt drin. Nach Adam Riese, ne? Ja. Mit 7 Schuss im Ding, ja, genau. So, pass auf. Dann hauen wir hier nämlich noch einen ins Magazin rein. Dann haben wir insgesamt 9 Schuss in der Waffe. Das funktioniert für alle, die das noch nicht wussten. Denn eine ist ja in der Kammer drin. Ne? Eine ist in der Kammer, 8 passen ins Magazin. Sprich, wir haben jetzt 9. So, aber ich denke, das müsste eigentlich bekannt sein. Das ist nichts Neues. So, Punkt 22. Bevor ich hier jetzt Müll mit mir rumtrage, ne? Es ist zwar viel, aber gut, du kannst es ja auch nicht verkaufen oder so. Und die eine lassen wir auch da. Ja, lassen wir den ganzen Quatsch hier mal da. Zack, sind die 40 hier. Magazin müsste automatisch wechseln, glaube ich. Pass auf. Scheiße. Und wenn ich R drücke. Daisy. Daisy, Daisy, Daisy. Pass mal auf, Nummer 4. So, und jetzt lade ich hier mal nochmal frisch durch. Da sind eh 10 Schuss drin. Okay, einer hat gefehlt. Alles klar, gut. So, wir gehen mit der Makarov jetzt spazieren. Ich weiß nicht, ob die besser ist, aber ich stehe einfach auf Makarov. Ist das Grund genug, oder? Ich denke. So, und so eine richtig schicke altmodische Pistole. Na gut, hier, die Ruger ist natürlich noch älter. Oder die Red 9 oder wie die auch immer heißen mag. Die ist natürlich noch älter, aber ich mag einfach Makarov. Makarov ist ein geiles Teil. Makarov ist super. So, ja, deswegen laufen wir damit rum, auch wenn vielleicht ein Schuss weniger drin ist. Aber ich denke mal, wir machen einfach hier Headshots ohne Ende, dann ist es doch kein Problem mehr. Vor allem ich, ja, vor allem ich. Ich bin eher der Überpro. So, wir sind übrigens healthy. Das ist schön, wir sind kerngesund. Da drüben sehe ich ein Haus. Ein Stall, aber ich denke, das ist alles. Und da hinten? Es könnten da auch Häuser sein, wa? Mitten übers Feld, Michi. Du bist so ein Trottel. Das machst du wunderbar. Schön. Übrigens, liebe Leute, wie steht's denn bei Spanien, Italien? Könntet ihr das mal bitte kurz in die Kommentare schreiben? Bitte, danke. Das wär nett. Ja, weil ich kann es ja nicht laufen lassen, wegen, na, ihr wisst schon, Urheberrecht, GEMA, Zeugs. Und der Fernseher ist hinter mir, sprich, ihr würdet dann das Bild sehen und das darf ich nicht. Also hier würde nicht nur reichen, den Ton auszumachen. Und ich möchte jetzt hier nicht kurz rausseppen, wegen dem Fußballspiel. Na? So, Kai, kannst du ja mal bitte reinschreiben. Wenn du deinen Account dann endlich hast und mein zweiter Follower bist. So. Jetzt gehen wir mal in die Hütte und laufen. Ja, das sieht gut aus. Hier kommt eine Stadt und es ist neblig. So sind wir vielleicht auch nicht das leichteste Ziel, gerade mit diesem Camo-Zeug hier.
So, pass mal auf. Es ist schon selten, dass hier mal was Gutes liegt, ne? Oh, das war knapp. 1 zu 0 Italien. Kai, mach dir einen Account, sonst werde ich böse. Alles klar, dankeschön. So. Ja, ja, jetzt ist er wieder nachgelaufen. Die sind damaged, aber ich hätte eh gern Militärstil. Das ist wieder diese Hunting. Ja, ja. Schade. Ja, jetzt müssen wir in Deckung gehen. Ich weiß nicht, welche Stadt das ist. Ob die umkämpft ist oder nicht. Das kommt mir jetzt halt auch gar nicht bekannt vor, ne? So, jetzt hier aus dem Blickwinkel. Ach du Scheiße. Was? Wie sind wir denn hierher gekommen? Nein, das ist das Balota Airfield. Oder? Ja klar. Wie zum Henker sind wir denn hierher gekommen? Ach du verdammte Hacke, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ey, das gibt's doch nicht, dass wir hierher gekommen sind. Im Leben nicht. Wir sind doch nach Norden gelaufen. Ja, das ist jetzt südwestlich. Dann ist das doch hier Norden. Ja, okay. Willkommen auf dem Survival Pro Channel. Herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie Abonnent werden, werden Sie für Ihr Leben alles lernen, was Sie wissen müssen. Nämlich vor allem, wie man den Sonnenstand. Lassen wir es. Ich schäme mich ja schon, okay? Ich schäme mich wirklich. Also wie ich das jetzt hingekriegt habe, was nimmt der jetzt? Da steht wieder nichts dran. Winchester, was hat denn die genommen? Hat die nicht auch hier Dingens? Weißt du Bescheid, ne? Magnum Rounds genommen. Also auf jeden Fall irgendwas Riesiges, ne? Boah. Ich wette mit euch, wir haben gleich so einen Headshot drin. Ich wette mit euch. Wir haben so einen verdammten Headshot gleich. So. Okay, noch sieht's clean aus. Und vor allem, die haben hier immer noch keinen Loot eingebaut. Das finde ich aber schwach von euch. So, Hangare, ne? Da beobachtet mich doch 100% schon einer, ne? Hier ist auch leer. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, ey? Was? Alter! Ja, das ist wahrscheinlich die große Strafe fürs Verlaufen. Oh Mann, ey, wie haben wir denn das hingekriegt? Wie bescheuert bin ich denn eigentlich, ey? Da läufst du Richtung Norden und kommst in den südlichsten Fleck der verdammten Kack-Map hier. So, hier müsste jetzt aber was drin sein. Ich hoffe, dass sie das mittlerweile gefixt haben. Ja, hier liegt was. United States Marine Corps Jacket. Brauchen wir nicht. Da bleiben wir lieber grün, auch wenn die natürlich super geil ist.
Ja, safe. Rasputin Quas. Wenigstens was zu trinken, weil man sonst nur Mist findet hier. Aber schon verdächtig still hier, ne? Lag da was? Nö. Okay, dann lieber wieder runter. Oh Mann, Freunde, ey. Echt? Wow. Ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr Konzentration muss ich jetzt am Tag legen. Schlimm. Das ist richtig dumm. Wirklich, also was anderes kann ich dazu nicht sagen. Das ist richtig dumm. Dass man da so einen Mist hier macht und sich so verläuft. Also echt. Ist das auch nochmal ein Hangar? Ansonsten laufen wir. Was war denn das? War das ein Hangar? Hier ist nichts los. Komisch. Komisch. Aber die haben sich bestimmt alle verlaufen. Die Sonne, die ist heute ein bisschen, ne? Ihr wisst Bescheid. Die ist heute ein bisschen... Die macht, was sie will. Die ist nicht da, wo sie sein soll. Und ich als diplomierter Daisy-Astrophysiker, ne, kann das beurteilen. Glaubt mir das mal. Meine Herren, du. So. Militärstiefel. Working Boots. Das ist nicht dein Ernst, ey. Boah. Nägel. Nein. So, letzte Hoffnung hier. Dann schauen wir noch auf den Turm. Ich denke mal, das wird hier nicht besser ausschauen. Da werden sie wieder nichts reingemacht haben. Ne. Ne. Hier wird höchstens was zu trinken oder so drin liegen. Oder eine Batterie oder irgendwas. Auch nicht. Cool, damit kann ich leben. Ja, hier noch rein. Einmal auf den Turm. Aber auf den Türmen war doch was. Da wäre doch hier noch so eine kleine Anlaufstelle, wa? Wo wir mal gucken könnten. Jetzt. Schön. Naja. Naja, das sind die falschen Türme. Das waren nicht die. Naja, das waren nicht die. Das waren die Holztürme, glaube ich. Ist das einer? Nee, auch nicht. Okay. Ja, Freunde. Norden. Jetzt aber wirklich. Jetzt biege ich nicht mehr ab, glaube ich. Mann, 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 Mann. Da musst du dich ja schämen. Da musst du dich ja schämen. Echt. Deinen Zuschauern sowas anzutun. Wir sind im Prinzip im linken Eck der Karte mehr oder weniger stehen geblieben. Ne? Linken unteren Eck der Karte. Ja. Ja, kann man machen. Also, ich mache das öfter. Ich wollte euch nur mal das, nur mal zeigen, wie das so ist, wenn man eben da bleibt. Ne? Und es war ja sicher. Ach, nee. Schlimm. Naja, okay. Aber gut, wir haben ja wenig. Ich dachte gerade. Nee, aber wir haben ja wenigstens ein paar Sachen jetzt gefunden. Zwei funktionierende Waffen. Die SKS wartet noch auf Sprit quasi. Ich denke, es wird schon. So, hier könnten wir reingucken, aber... Ich habe hier drin noch nie was Wichtiges gefunden. Und ich meine, wir sind einigermaßen ausgestattet, ne? Ich würde einfach mal den Weg jetzt nach Norden... Jetzt brauchen wir das sowieso nicht. Lockpick weiß ich auch nicht. Ah, ich dachte, das wäre eine Police Car Crash sein. Ist da hier Tscherno, ne? Tscherno-Gorsk gehört es doch dazu. Das ist die Nebenstadt. Chapaevsk. Chapaevsk heißt das.
Oder Tschapajewsk wahrscheinlich. Ja, mein Russisch ist nicht so ganz optimal, aber ich kann das entziffern. Ich denke mal, das ist ja auch schon mal was. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier großartig über die Wege laufen sollten. Hier ist auch niemand, ne? Oder sollten wir über die Wege laufen? Und ja, Kai, es ist wesentlich besser. Danke. Hast du gut gemacht. Ja, nur das Liken hast du vergessen. Toll, super. Mensch, niemand ist hier Verlass. So. Bin ich mal gespannt. Aber wenig Leute, wirklich sehr, sehr wenig Leute. Ich kann die Playerlist nicht raussuchen. Sorry. P funktioniert hier nicht mehr. Was auch immer da los ist. Frag die Entwickler. Ja, die einem übrigens auf E-Mails auch nicht antworten. Ne? Egal, was für eine Anfrage du hast. Ich hatte jetzt auch eine. Keine Chance. Nö, kriegst du nicht mal eine